Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Little Big Workshop. So, wir sind im Modus Pause, weil ich habe nochmal wieder den UV-Filtergrill-Auftrag angenommen. Wir haben in der letzten Folge ja möglichst viele Geräte, die wir dafür brauchen, zusammengestellt. Und ich hoffe, ne, ihr seht, hier sind jetzt die Aufträge drin. Also ich hoffe inständig, dass die das hinkriegen. Es ist alles under fire. Es ist sofort auf hoch gesetzt worden. Lassen wir mal laufen. Jetzt wird gerade der LKW ausgeladen. Es hilft natürlich kaum einer mit, ist klar. Weil wir ja noch den King-Grill-Auftrag haben mit 50 Stück. Aber das muss schaffbar sein. Wir haben laut Plan 11 Stunden. Es ist unter Feuer, also es müsste eigentlich passieren. Hier, Lager und so weiter, ist alles da. Wenig Laufwege, also viel, viel kürzer als alles andere. Sodass eigentlich eine gute Chance bestehen müsste, dass sie es schaffen. In der Hoffnung, dass dann das Projekt auch auf den Markt kommt. Jetzt hat er schon wieder den Waggongrill. Jetzt hat er schon wieder einen anderen Auftrag. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist der Nachteil. Ich finde diesen UV-Blödsinn nicht. Ja, kurz geblinzelt. Ne, ich finde den nicht mehr. Schade. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. So, der LKW ist weg. Die Waren sind geliefert. Die sind natürlich überall hingeliefert worden, ne? Hoffe ich nicht. Es bleibt rot. Es bleibt massiv rot. Es ist unmöglich. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Jetzt ist natürlich gerade viel passiert. Der Balken ist jetzt gerade richtig stark nach vorne gegangen. Aber der rote Balken wächst und wächst und wächst. Ich weiß nicht, wie man da eher wird. Jetzt wird dann drei Maschinen gleichzeitig gedrechselt. So, hier müssen noch drei Coins müssen noch gemacht werden. Die sind natürlich so weit weggelegt worden. Warum sind die denn nicht hier? Warum sind die denn da drüben irgendwo gelandet? Wo die auch immer gelandet sind, ich habe keine Ahnung. Ja, ihr seht, ich kriege den roten Balken nicht weg. Jetzt sind die wieder alle müde. Wie sieht es denn mit den Schirmen aus? Da sind die Schirme wenigstens schon fertig. Wo lagert ihr das eigentlich alles? Ja, wird schon, die ersten Schirme werden schon zusammengebaut. Das ist gut. Trotz dem, das alles so nah beieinander ist, kommen die nicht hinterher. Ich verstehe das nicht, ehrlich. Könnt ihr nicht mal auch da unten arbeiten, bitte? Ich meine, das ist doch der wichtigste Auftrag von allen. Was fehlt hier denn noch? Diese runden Stangen, wo sind die denn? Ja, hier im Auftrag. Wie viel hast du denn noch? Du musst noch ein Blech machen. Du musst noch drei Dinger machen. Weil die müssen ja nur fertig sein. Die müssen ja nicht in irgendein Lager geliefert werden. Hier muss der letzte fertig gemacht werden. Also das ist wirklich jetzt... Also enger wüsste ich nicht, wie ich es machen soll. Ehrlich nicht. Ja, ihr seid so... Ich könnte euch eine klatschen, ehrlich. Was sind das für Idioten, ehrlich?
Der rote Balken ist weg. Es wird leicht grün. Das heißt nichts, das wissen wir. Das ist der letzte hiervon. Sehr gut. Der schleppt den natürlich jetzt hier rüber, ne? Ist klar. Es hätte noch perfekter laufen können. Ja, müde, müde, müde. Ihr seid so pfeifen, ehrlich. Wie viel hast du denn noch zu machen? Eine runde Stange nur noch. Und es ist schon wieder rot da oben. So, ihr müsst jetzt eigentlich doch nur noch zusammenbauen, oder? Sehe ich das falsch? Dann ist der auch wieder müde. Ach, Mensch. Warum sind die denn mit jedem Handschlag müde, diese Idioten? Ich verstehe das nicht, ehrlich. Wo kommt der denn jetzt her, dass der da das Ding hinlegt? Jetzt mal ernsthaft, wo kommt der denn her? Wo schleppen die das denn hin, die Trottel? Ist doch nicht normal. Ach, kommt, Leute. Ich weiß ernsthaft nicht, wie man diesen Auftrag... Ich meine, noch besser geht es doch gar nicht. Ernsthaft, noch besser kann es doch nicht laufen. Aber die machen den Handschlag müde. Komm, hier muss noch ein Ding muss noch gemacht werden. Wo ist denn das Blech dafür? Ich weiß nicht, wo der das Blech hingelegt hat. Ist der Grill fertig? Wo schleppst du den denn hin, du Idiot? Hä? Oh, das ist nicht wahr, ne? Die schleppen den Grill bis ans andere Ende. Hä? Sorry, ich verstehe es nicht. Es ist alles an einem Fleck. Also noch besser geht es doch gar nicht. Die Bleche werden hier geschnitten, werden durch die gesamte Firma geschleppt. Das ist doch nicht... Wie kann denn das sein? Ehrlich. Ja, vorbei. Ja, jetzt geben sie Gas. Ernsthaft, kann mir bitte, bitte mal jemand erklären, was das soll? Ich bin schier verzweifelt, ehrlich, schier verzweifelt, warum das nicht klappen mag. Ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ich kriege es nicht auf die Kette. Alles da und sie schleppen es durch die gesamte Firma. Ich bin sowas von in Rage gerade mit diesen Vollidioten, ne? Boah, das kann es doch nicht sein. Ernsthaft, das kann es doch nicht sein. Warum? 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 Ich meine, du kannst doch nicht alle Felder aufheben. Warum schleppen die das so bescheuert durch die Gegend? Ich kapiere es nicht, ehrlich. Die haben nichts auf die Kette gekriegt. Guck mal, die haben die Grille hier hinten hingelegt. Warum? Es ist doch nicht mal das richtige Lager. Ne. Ich könnte den in die Fresse hauen. Also ich habe einen Brass auf diese Vollidioten. Warum stellen die das hier hinten hin? Ich verstehe es nicht, ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich kriege es nicht auf die Kette. Es ist alles vor Ort, es ist alles einfach. Sie müssen nur kurze Wege laufen und sie kriegen es nicht. Guck dir das mal an. Jetzt nimmt er den und schleppt den komplett durch die Firmen. Ne, den stellt er jetzt hier unten hin.
oder was? Ich weiß auch nicht, warum haben die hier die Bleche gestanzt, die irgendwo da hinten hingeschleppt, dann wieder hier rüber geschleppt, 3 Meter weiter. Das ist doch nicht normal, oder? Jetzt mal ernsthaft, das ist doch nicht normal. So blöd kann doch kein einzelner Gnom sein. Ich bin völlig verzweifelt, weil genau so müsste es laufen und nix. Nix. Du kriegst es nicht hin. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Boah, ich will das doch schaffen. Verdammte Scheiße, regen die mich auf. Mann, finde ich das zum Kotzen. Du setzt den Auftrag auf nach oben, auf Superspeed und sie kriegen es nicht hin. Überleg mal, wie lange die brauchen, nur in so einem blöden... Es ist unglaublich, ehrlich, es ist unglaublich. Und das Schlimme ist, ich will das schaffen. Das ist mein Problem. Ich will diesen blöden Auftrag schaffen. Aber ich verstehe es nicht. Warum schleppen die die Scheiße hier hinten hin? Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Sie machen es doch sonst nicht. Sonst geht doch nur Dinge in dieses Lager, die wirklich fertig sind. Ehrlich. An die allerhinterste Ecke stellen die diesen nicht fertigen Grill. Na, guck mal, jetzt holt er sich den hier hin. Es ist doch unbegreiflich. Also wirklich, mir ist das unbegreiflich. Was ist das für eine Planung, die ich ja nicht mal... Also ich weiß nicht, wo ich das... Was habe ich falsch gemacht? Die haben hier alles, was sie brauchen zur Fertigung dieser blöden Grille. Und schleppen die Scheiße komplett durch die gesamte Firma, einmal um den ganzen Block rum, weil es absolute Vollidioten sind. Ehrlich. Es ist nicht normal. Du kannst mir sagen, was du willst. Nee. Waren unabhängig von der anderen Produktionsstraße. Nö, das kriegen wir nicht hin. Wir sind halt grenzdebile kleine Scheißgnome. Gott, gehen die mir auf den Sack, ey. Dieses Vollidiotenpack. Boah, ich bin richtig grantig. Merkt man Gott sei Dank nicht, ne? Aber ey, das ist doch für einen Arsch. Ehrlich, das ist doch für einen Arsch. Das ist doch... Für den Arsch. So. Die sind doch bekloppt, sind die doch. Scheiß Rattenpack. Also ich wollte mal ein bisschen entspannter bleiben, aber sowas hier, das ist unter aller Kanone, was die mit mir machen. Also wie man so arbeiten kann, ist mir ein Rätsel, ehrlich. Was ist? Arbeiter kann Bauteil nicht liefern, weil er Vollidiot ist. Was anderes bleibt mir da nicht über. Gott, gehen die mir auf den Sack. Und jetzt habe ich... Ich habe gerade richtig schlechte Laune wegen denen. Alles tut man für die, weißt du? Alles macht man. Und die Idioten machen nur Kacke. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Sachen hier stanzen... Irgendwo hinschleppen, wiederholen, um mit 3 Meter weiter dann zu pressen. Warum sie hier was herstellen, das hier hinten hinschleppen, damit sie es dann nicht rüberholen. Es ist mir unbegreiflich. Vor allem, das ist ein Ausgangslager. Warum legen die hier nicht fertige Sachen rein? Das machen sie doch sonst auch nicht. Warum machen sie denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Ehrlich, ich kriege es nicht auf die Kette. Nee. Los, ihr Pisser. Genug Personal da. Nichts tun sie. Nichts kriegen sie auf der Kette.
Mann, sind das Affen. Boah, da kriege ich richtig schlechte Laune. Normalerweise sollte ich sie alle feuern. Alle rausschmeißen. Idioten. Haben wir irgendwie ein finanzielles Problem oder so? Das kriegen sie auch nicht auf die Kette, weißt du? Jetzt gehen wir noch pleite wegen diesen Idioten. Wo ist denn eigentlich mein ganzes Geld hin? Die können doch nicht das ganze Geld verschwendet haben. Es ist unglaublich, also. Oh Mann, Leute. Sorry für die schlechte Laune, aber das wird vielleicht ja jemand mal nachvollziehen können. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Nee, was sind das? Vollidioten. Die lassen mich noch pleite gehen. Das schaffen die noch. Das ist deren einziger Wunsch, dass ich pleite gehe. Wie kann man nur so böse zu mir sein? Nur weil ich die mal ein bisschen beleidigt habe. Weißt du, so ein bisschen. Aber du hast da auch nirgendwo einen Hinweis. Gut, ich hätte vielleicht noch die Sachen priorisieren müssen. Ach, jetzt ist mir das egal. Wir müssen Geld verdienen, da bleibt nichts anderes für übrig. Da ist wieder einer auf der Fresse gefallen von euch Vollidioten. Nee, was sind die blöd? Unglaublich. Wenigstens haben wir wieder Geld, ne? Was sind das denn hier? Achso, das sind die Stationen, ja. Ja, die können sie natürlich in die nächstgelegene Ecke. Das kriegen sie hin. Bloß nicht zu weit schleppen, weißt du? Oh, regen die mich. Weil ich das als persönliche Niederlage hinnehme. Weil ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben und das war alles so nah beieinander und sie versauen es trotzdem. Das finde ich nicht fair. Ehrlich. Guck mal, wie schön sie plötzlich lagern können. Das können sie alles plötzlich schön. Weißt du? Nee, so kann ich nicht arbeiten. So, hier könnte noch mal was repariert werden. Hier ist alles gut, hier ist alles gut. Hier müsste mal ein Teil repariert werden. Hier ist alles gut. Hier müsst ihr nur noch zusammenbauen, oder? Ich weiß, das ist schwer, das kriegt ihr auch nicht hin. 100, 100. 97. 100, 99, 100, 100, alles klar, hier ist auch alles schön, 98, hier müsste auf 100 sein, ist es auch. Was hast du denn vor? Oh, wir könnten sowas mal herstellen. Ihr wisst, ich will das nochmal schaffen, ne? Ja, macht doch mal weiter, ihr fetten, faulen Pferdeschänder. Oh, muss mich abregen, glaube ich. So, wie sieht denn der Markt aktuell aus? Jetzt kommt wieder alles gleichzeitig und die Folge ist rum. Na toll. Wo bin ich denn überhaupt?
wird nee, fortgeschritten, ne? So. 18 Einheiten, die haben wir auch da. Dann liefer den Mist mal aus. So, Level up. Sehr gut. Hau den Gnom. Was war das denn nochmal für eine Nummer? Scheinbar sind die Gnome wieder unterwegs. Ja, halte sie davon ab, überall in deiner Fabrik Löcher und Tunnel zu bohren. Wie ging denn da nochmal? Platziere Klopfer. Bohrt er denn noch Löcher? Wo seid ihr denn noch? Also drei Gnome haben wir. Wo sind denn die anderen? Ich sag ja alles gleichzeitig hier. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, die brauchen ja wieder ewig, bis sie das Ding da rüber geschleppt haben. So, wir haben wieder Geld verdient. Sehr gut. Also wir sind auf dem Miesen auf jeden Fall raus. Wie entwickelt sich denn der Markt mit dem Grill? Also die Menge geht wieder nach oben. Preis geht ein bisschen nach unten, aber der ist relativ hoch, der Preis. Sollen wir... Wo war denn der Kacktyp? Ich habe den gerade noch irgendwo gesehen, ja. Komm, schlepp das mal rüber jetzt. Die Folge ist schon wieder zu lang. Aber ich will das mal eben abhaken, ja. So. Ja, da ist er. Komm hier jetzt hinstellen, aufbauen, dann machen wir mal eben. So. Haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Können wir sehr gut gebrauchen. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Lasst euch nicht ärgern, weil ich heute, also die schlechte Laune schiebt es auf die Gnome. Denn ihr habt gesehen, es war eigentlich ein guter Plan und, naja, guter Plan halt, ne? Wir haben uns an den Plan gehalten? Nee, eigentlich nicht. Die haben sich nicht an den Plan gehalten. Das ist das Problem. Judy, also, dann sage ich mal bis die Tage. Ne? Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Und kaum habe ich die Aufnahme beendet, kriege ich den Auftrag, mach bitte weitere UV-Filtergrille. Und das versuche ich gerne nochmal. Ja, ich habe ja nochmal den Auftrag bekommen. Ich versuche es nochmal. Sozusagen außerhalb einer Folge. Ich habe das alles nochmal ganz sauber, ganz in Ruhe verknüpft. Wir haben keinen anderen Auftrag. Ich habe sämtliche Lager aufgelöst, wie man sehen kann. Ne, damit die gar nicht erst die Chance haben, woanders was hinzulegen. Es könnte sein, dass das tatsächlich an einer fehlenden Lagerverknüpfung gelegen hat. Das war so das Einzige, was mir noch eingefallen ist, dass ich die Geräte zwar hier reingelegt, aber die Lager nicht verknüpft habe. Und die ja blöd sind, ne, das wissen wir ja. Und die deswegen das alles nicht hinkriegen. Bin mal gespannt. Vielleicht hänge ich das noch an meine Wutfolge dran, wenn sie es schaffen. Wenn nicht, dann fällt das ins Nirvana. Ich meine, guck mal, jetzt sind wir ja schon richtig gut grün, ne? War das der Fehler? Das macht den Eindruck, ne? Dass ich die Lager nicht mitverknüpft habe. Und deswegen haben die das so durch die Gegend geschleppt, weil sie wirklich doof sind. Das ist das Problem. Sie sind halt doof. So, hier ist nur noch ein Metallblech, das müsste nur noch gestanzt werden.
Was macht sie? Alles klar. Hier wird der Grill zusammengebaut. Ist das so gewollt? Eigentlich solltet ihr die Schirme zusammenbauen. Ich meine, guck mal, was wir hier im Personalaufwand haben. Und sie sind trotzdem nicht so gut dabei. Komm, jetzt schafft das aber. Ich bin hochgespannt, aber das müssen die jetzt schaffen. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nie. Dann stehen sie sich eher gegenseitig im Weg, weißt du? Das ist ja auch immer schlau. Ich sag ja, das sind die dümmsten Mitarbeiter ever. Wo sind denn die Schirme eigentlich? Bauen die auch nicht zusammen, ne? Was fehlt denn jetzt noch? So, jetzt wird noch ein Grill zusammengebaut, ne? Ihr seht, es schrumpft schon wieder. Irgendwas ist schon wieder nicht super. Warum die auch erst die Grille zusammenbauen und dann die Schirme? Ich meine, die Schirme sind genäht, die Stangen sind da. Das heißt, die müssen ja eigentlich nur noch jetzt die Dinger herstellen. Dafür haben sie noch 6 Stunden Zeit. Und dann zusammenklöppeln natürlich. Ihr seht, der grüne Streifen wird schon wieder enger. Kann man denn nur so blöd sein? Mein Personal haben wir mehr als genug. Das ist ja, das kann es ja nicht sein, ne? Noch 4 Stunden. Die müssen noch 2 Schirme zusammenklöppeln und dann müssen sie die beiden hier noch zusammenklöppeln. Boah, ist das knapp. Sie lassen immer alles fallen. Es ist doch nicht normal. Zwei Stunden noch. So, schnappt sich einer den Schirm, schnappt sich einer den Grill. Dann haben wir 3 Stück zusammen und dann musst du hier nur noch fertig werden. In 1 Stunde. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Was machen die denn hier? Ach, kommt, Leute. Von links nach rechts, von rechts nach links. Guck dir das, den haben wir von rechts nach links gestickt. Es ist unglaublich. Sie schaffen es nicht mal in dieser perfekten Umgebung.
Das war auf dem derart allerletzten Drücker, ne? Boah, ihr glaubt nicht, wie sauer ich auf dieses Rattenpaar. Wirklich von... Die schaffen es noch hier nur Scheiße zu bauen. Ey, wie kann man denn so blöd sein? Ernsthaft. Ich habe gerade die Lieferung gekriegt. Super. Ja, vielen Dank. Nie wieder. Nie wieder. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.